Draußen mäht erstmal einer den Rasen. Entschuldigung. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja meine Freunde, heute geht es mal wieder um einen neuen PX1 und zwar Zitronenkuchen. Kann ich euch ja mal das Bild zeigen, ja? Oh mein Gott, meine Freunde. Hier sind so eine kleinen, so eine kleine Zitronenküchelchen drauf, ja. Es erinnert so ein bisschen an so eine kleinen Zitronenmuffins, ja. Die gibt es, glaube ich, im Rewe oder so, ja. Das sind so eine ganz kleinen Dinger. Die sind schon lecker, ja. Und ob der auch so geil ist, wie die Dinger schmecken, schauen wir heute. Wenn ja, ist komplett Sense, meine Freunde. Draußen mäht erstmal einer den Rasen. Entschuldigung. So, Freunde, jetzt haben wir endlich mal unsere Ruhe. Ja, Freunde, wir kommen gleich mal zum Geruch. Zitronenkuchen. Oh mein Gott. Also, dieser Geruch erinnert wirklich 1:1 an diese kleinen Zitronen-Muffin-Küchelchen, ja. Ihr habt was kuchig-muffiges, ja. Und noch eine süßliche Zitronennote. Also, ich würde am liebsten wieder dran lecken, meine Freunde, ja. Also, Geruch ist schon wieder abgöttisch, ja. Oh, jetzt. 100 Milliliter kosten 9,49 €. Müsste mit Rohtabak anfeuchten. So um die 23 bis 27 Gramm. Ja, kommt drauf an, wie feucht ihr das haben wollt oder wie trocken in Anführungsstrichen. Ja. Hier könnt ihr mal den Shot sehen. Also Molasse ist soweit gut eingezogen. Vielleicht ein bisschen überschüssige Molasse ist hier noch drin, ja, aber ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, Freunde, Setup. MLG G36 Review kommt dazu im Juni, denke ich mal. Heute Hotshot RT, Hasan Pasha 1.0, Kamin-Sieb noch drauf und dem Magiclass Candy Apple Feinlein. Ihr wisst Bescheid, Mundstück. Wir kommen mal gleich zum Rauch. PX1 typisch, raucht wie die Hölle, Freunde. Ringe gehen auf jeden Fall klar, ja. Freunde, jetzt nach 5 bis 10 Minuten drückt nicht, kratzt nicht, lässt sich sehr entspannt rauchen. So, die ersten 1-2 Minuten hat er ein bisschen rumgemuckt, der hat so ein bisschen gedrückt, da dachte ich mir so, oh shit, der, was ist da los, ja. Aber jetzt, wie gesagt, nach 5 bis 10 Minuten oder nach der Anrauchphase ist das Ganze hier komplett weg, ja. Es lässt sich sehr geschmeidig rauchen, muckt gar nicht mehr rum. Verträgt auch viel Hitze das Ganze. Meine Fresse. Kompletter Raum ist voll. Die Kamera kann mich kaum noch aufnehmen. Ja, Freunde, wir kommen zum Geschmack. Also beim Einziehen habt ihr wirklich, es ist witzig, ihr habt eine kuchig-muffige Note. Ja? Gibt es das Wort muffig? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habt ihr wirklich diese kuchenartige, muffinartige Geschmacksexplosion im Mund. Also wirklich, wenn ihr einzieht, ich weiß nicht, als ob ihr euch da gerade hier so ein Muffin da reindrückt. Ja, so ist das Ganze wirklich sehr witzig. Ja, und im Abgang verfällt das Ganze so ein bisschen. Und da kommt diese Zitronennote dazu, ja. Die Zitronennote im Geruch ist abartig. Mega heftig. Fehlt mir hier so ein bisschen, ja. Also sie ist da, könnte aber meiner Meinung nach noch ein Ticken intensiver sein. Ja, Jonas, falls du das Video siehst, ich gehe mal davon aus, also es ist wirklich im Geruch eine zitronenartige, kuchige Note. Die Zitrone, wie gesagt, fehlt mir ein bisschen, würde ich ein bisschen höher setzen, Digga. Und ansonsten ist es wieder ein witziger Tabak, ja. Also ich frage mich jedes Mal, wie man alleine schon den Geruch sowas von abartig krank hinbekommt, ja. Keine Ahnung, meine Freunde. Also Jonas, falls du es siehst, diese Zitronennote noch ein bisschen mehr rein, Digga.
Und dann geht's voll klar, ja. Also wer den mal probieren will, Freunde, schaut mal unten in die Videobeschreibung rein. Da habe ich es mal verlinkt, px1shop.de. Bestellt euch die Molasse, falls ihr da Bock drauf habt. Ich glaube, auf der Seite gibt es auch gleich Rohtabak und sowas. Ja, ich glaube 25 oder 30 Gramm Rohtabak, müsst ihr mal gucken. Noch dazu bestellen, das Ganze dann mit der Molasse anfeuchten. 1 bis 2 Wochen definitiv stehen lassen, meine Freunde. Je länger, desto besser natürlich. Ja. Alle paar Tage immer mal ein bisschen umrühren, Tabak Zeit geben und dann könnt ihr den probieren. Ja, und dann würde ich einfach sagen, good luck, have fun mit dem Tabak. Ja, also wer das mal probieren will, Zitronenkuchen ist natürlich nichts für jeden Tag oder sowas, ja, aber für ab und zu, für zwischendurch mal was anderes rauchen, kann man sich den auf jeden Fall mal geben. Ja, Freunde, wenn der Rauch weg ist, bedanke ich mich fürs Einschalten. Abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht getan habt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, ja. Gebt dem netten Get Alive einen Daumen nach oben, ja. Neues Plakat. Ich weiß noch nicht, ob ich es hier drüben lasse oder ob ich es in die Mitte setze. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall passt es meiner Meinung nach sehr, sehr geil. Dieses Grüne und das Graue. Richtig krass. Aber okay, meine Freunde, ich glaube, das interessiert keinen. In diesem Sinne, ich bin draußen. Haut rein, euer Shishmi.